Doch. Zack. Zack. Schön. Ja, hier muss man ja wieder viel mehr scrappen. Das ist so erschütternd. Ich hasse das, wenn sie die Köpfe immer irgendwo hinstecken. Ja, das tun sie gerne. Ich habe noch mal Miau, diesmal für Baloo. Im Moment fressen die nicht wirklich was. Leckerlis und Trockenfutter, das ist das Allerliebste. Das andere Zeug, ja, da wird man drüber geleckt und fertig. Das kenne ich von anderen Katzen auch. Das heißt also, die beiden haben also nichts dagegen, wenn ich das esse, nein? Ja. Ich hab jetzt Flammenpfeile gelernt. Oh, gut. Wir hätten es zwar nie schaffen, dass du das herstellen, aber... Warum nicht? Na, weil beim nächsten Mal wir eh nochmal neu anfangen. Ach ja, das ist natürlich scheiße, jetzt im Nachhinein betrachtet. Naja. Ja. War so erstmal so ein Test. Was hat er mit der anderen Dose gemacht? Hä? One man, one jar. Okay. Weg ist sie, die Dose. Ah, oh, ich habe einen Pinsel. Hätte eigentlich leer sein müssen. Wahnsinn. Ich auch. Dann. Ich nehme mal den Reifen mit. Das hast heißt, das auch ein Pinsel. Das heißt, jetzt brauchen wir das ja eigentlich auch nicht zu machen dann mehr. Ne? Ich meine eigentlich den Pinsel zum Pinsel, nicht den Pinsel zum... Egal. Geht alles geht. Tja, da vorne ist eine Garage. Ne, die ist schon geöffnet. Was ist mit der hier? Wie wär's dann mit dem Erm und seinem guten Maisbrot? Ja, ach, das liebe ich ja. Ich bring mal Mais mit. Kann man leider in dem neuen Ding nicht mal... Das heißt, kann man schon, aber... Ui, hier ist eine irre Menge Zeugs drin. Und ich glaube nicht, dass ich so viel Platz habe. Ich weiß zwar nicht, was drin ist, aber... Ich meine... Ja, sehe ich hier Menge drin. Ich weiß zwar nicht was, aber es ist... Ja, da sind mehrere Container, meinte ich damit. Und unter man merkt das am Gewicht. Und ein kaputter Generator wieder mal und... Tja. War nichts Schönes dabei. Ich habe einen Stuhl gefunden. Relativ. Ein Stuhl ist auch schön. Da kann man sich hinsetzen. Du kennst doch den schönen Spruch. Und ich hab einen Stein. So, wo meinst du? Ich muss mal Häme hin. Häme? Ich bin voll. Ja. Das Wort zum Beispiel hab ich erst durch meine sachsen-anhaltinischen Freunde kennengelernt. Und als ich dann hörte, dass Lars das auch ständig sagt, nur nicht ganz so breit, da war ich sehr zufrieden. Er war nüchtern in der Zeit. Wer? Lars. Häme steht für Heim und so, ne? Ich muss Häme. Ja, das ist aber beim Sächsischen immer so. Das kannst du, glaube ich, auch besoffen sprechen. Ja. Sogar sehr gut. Da muss man nämlich nicht anstrengen. Ich nehme noch... Oh, ich wollte gerade sagen, ich nehme noch ein bisschen was mit und dann tauchte da eben so eine Geleckte auf. Oh, wieder ein Kaktus. Ey, ist doch nicht wahr. Oh, noch mehr Mais. Scheiß drauf. Ja, die Gegend hier ist für solche Leute, die da reinrennen, echt gemein. Ja. Das ist auch schön bei dem Spiel, über das wir nicht reden, dass es da so wenig Gras gibt. Ja. Da kannst du die Dinger nicht so leicht übersehen. Das verleckt trotzdem. Ja, schon. Aber man... Deswegen ist ja da so wenig Gras, weil wenn das nämlich nicht so lecken würde, wäre da mehr Gras, glaub mir. Ich würde es eher andersrum sagen. Wenn da mehr Gras wäre, da würde es noch mehr lecken. Das sagte ich ja. Habe ich doch gerade gesagt. Ich glaube... Ah, das war knapp. Das ist ja der Punkt. Deswegen haben sie ja das Gras weniger gemacht, damit es nicht ganz so leckt. Ja, es ist auf jeden Fall angenehm. Dann gehe ich noch. Wenn die aber möglich wäre, wenn das Spiel nicht so lecken würde, würden sie auf jeden Fall mehr Gras reinmachen. So, machen wir schön kaputt. Ein Moppet wäre schön. Die Frau hat Ansprüche. Habt ihr gehört, was sie will? Also, beeilt euch mal. Moped will sie. Ach, Mopeds werden überbewertet. Genau, du hast einen Packesel dabei, der Ermann. Ja, ja. Der konnte jetzt eben nicht mal mehr den Maiskolben mitnehmen, der vor ihm plötzlich stand. Und ich rede wirklich von einem Maiskolben. Ja, wir haben auch schon einiges da. Aber Federn finde ich hier, ey, wow. Scrap
Scrap Chest Armor, Shimoric. Ja, ich habe die Scrap Handschuhe. Okay. Kriegen wir weniger Damage. Ihr seid wieder zurückgelaufen? Nee. Ich folge ihr noch, aber ich bin langsamer. Weil ich pflück die. Ich pflück die Blumen unterwegs. Vor allem die gelben. Okay, jetzt wird's komisch. Ja, es ist natürlich für unseren Freund Andi, das ist doch klar. Sein Grab ist noch nicht mal bepflanzt irgendwie, das geht gar nicht. Muss irgendwas drauf, ne? Ja, ja, klar, irgendwas auf jeden Fall. Ketchup und Senf wäre auch nicht schlecht, aber... Eine Bockwurst. Bockwurst. Ich habe versucht, heute, wir haben vor, lecker zu kochen, Kohlrabi-Kartoffeln und ich wollte dazu machen, Bratwürstchen. Ja. Grobe Bratwürstchen. Ja. Glaubst du etwa, du kriegst im Laden irgendwo grobe Bratwürstchen? Lecker. Ja, bei den Discountern schon. Schwierig, sehr schwierig. Aber warum hast du dann keine Nürnberger genommen oder so? Die sind auch lecker. Ich will grobe dazu essen. Das möchte ich gerne. Ich will grobe. Ja. Grobe. Es muss richtig knirschen zwischen den Zähnen. Da muss Fleisch drin sein. Der Darm muss noch knacken. Wir müssen aufpassen. Wir sind schon ziemlich gefährlich im Bereich. Ich werde nur werbeunfreundlich. Ich hab FSK 18 Logo. Alles gut. Ach ja, richtig. Das habe ich neulich dabei das erste Mal gesehen. Oh, ich habe Fleisch dabei. Hatte ich auch mal. Das hast du so schön oben links eingeflochten, ne? Quasi links von dem Mittelbalken. Ja. Ja, gefällt mir gut. Ich gehe zurück. Glas. Man kann es ja leicht übersehen, aber die Farbe genügt total. Das muss ja nicht ins Auge fallen. Ja, aber die PC-Version hat keine FSK-Einstufung. Aber das ist ja der Schnack, den wir hier babbeln. Darum geht es ja nicht ums Spiel, sondern über den Mist, der geredet wird. Ja, über knackende Därme und harte Pfeile in die Hand legen. Außerdem bin ich ziemlich sicher, wenn dieses Ding irgendwann mal im Goldstatus ist, dann wird das sofort FSK 18. Ja, natürlich wird es dann FSK 18. Wobei, nein, wird es nicht, weil in Deutschland oder in Europa, du musst es ja nicht einstufen lassen. Es ist nur eine Kontrolle für dich selber als Entwickler, um dann eben nicht vor einem Gericht quasi zu stehen, wenn dann doch einer das irgendwie menschenunwürdig hält und dich dann quasi deswegen vor Gericht zieht. Na gut, ich bin gespannt. Also du musst es nämlich nicht einstufen lassen. Habe ich mir letztens erst was Schönes angeguckt dazu. Die Einstufung ist freiwillig. Ja gut, ich gehe dann halt so ein bisschen dran, wie das früher so war. Ne? Man kauft halt Software in einem Computerladen und so weiter in physikalischer Form. Ja genau, das gibt es ja nicht mehr. Deswegen ist die Einstufung auch nicht notwendig. Also du musst es nicht betreiben zu dürfen. Ja, wir haben das noch. Das sind die Saturn Media Markt und die GameStop um die Ecke. Das ist schon echt schwierig mittlerweile gefunden, Läden zu finden, wo man Computerspiele kaufen kann. Naja. Das Problem ist bei Steam-Spielen, ne? Oh. Wie der Spiel Seven Days to Die gibt es als CD, niemals wird es als CD geben. Nur auf der Konsole. Ja. Gut, aber das liegt ja an was anderem. Irgendwann gibt es die da auch nicht mehr. Kohlrabi ist lecker, sei leise, natürlich. Kohlrabi ist sehr lecker. Das ist sehr geil. Ja. Ich habe früher auch immer gedacht, das ist normalerweise etwas für einen Knast oder so ein Knastfressen. Ja. Irgendwann hat meine Frau das gekocht und dann musste ich sagen, es ist lecker. Und seitdem bin ich immer dabei, es ist lecker. Nein, das ist schon ganz gut. Kann man auch schön mit rumspielen. So heiß gemacht, es ist ein richtiges Hauptgericht. Ja, das halte ich für gut. Gebraten und Kohlrabi schmeckt auch gut. Ja, eben. Auch mit Knoblauch. Auch als Gratin ist das eine feine Sache. Mmh. 41 Grad. Alter, oh, 42 bei mir. Ich brauche hier Öl. Also echt, das nervt mich. Das gilt für euch beide. Wenn ihr Klamotten findet, wird immer fast alles sofort gescrappt. Das macht mich völlig fuchsteufelswild. Ich sammle fast alles, was einigermaßen gut ist. Und ich sobald. Klamotten gescrappt. Was? Machst du ständig? Nein. Eine Farbe.
Eigentlich ich habe nur warme Klamotten, willst du die haben? Weil nee. Deswegen scrap ich die hier. Nee, danke, ja. Danke. Das tut nicht Not. Oh. Komm, wir machen mal einen Refresh, wir laufen mal durchs Wasser hier vorne. Komm. Oh. Geil, jetzt haben wir schon 36 Silver Nuggets. Richtig cool. Lars, komm. Ich bin auf dem Weg. Wir gehen schwimmen. Oh. Gemeinsam baden. Zieh dich aus. Hui. Oh, schön hier. Komm rein. Ist der Springbrunnen der Liebe. Komm. Ich verreck gleich mal hier. Ziehen wir wieder los, oder? Ja, ich muss nur gerade mal irgendwie gucken, habt wie ich das hier schon alle heute gelootet, ja? Außerdem ist mir gerade tierisch... Achso, da liegen die Toaster. Oh, ist gut. Mir ist tierisch heiß. Immer noch 39 Grad. Also wenn der trinken möchte, gehst du da rein, ne? Liegt erst allerdings auch daran, dass er das Feuer an ist. Das ist natürlich wahr, ja. Aber du hast so einen Hut auf, stimmt. Ja. Cowboy-Hut trage ich auch. Und trotzdem, was ist denn gerade warm? Achso, die Schuhe 1 Grad. Und die Hose 2 Grad. Aber ich hab... Feieropa schreibt, oh, guck mal, der Brunnen wird wie gelb, komisch. Ich bin mal im kurzen Ecke, gleich wieder da. Ja, er macht auch einen gelben Brunnen. Schön, ich komme hoch, steht er da, ohne Buchs. Der möchte dir mit was sagen. Ja, genau. Ich will die Treppe runter, kommt einer oben ohne hoch. Ja, das ist besser als unten ohne. Weißt du, meine Bauchmuskeln kann ich wenigstens zeigen. Aber Schlapperfüße sind doof. Was ist los, Mütchen? Ein bisschen. Ich kann übrigens jetzt Pistolen zusammenbauen. Das geht nicht. So. Hast du nicht eine Pistole gefunden, hast du gesagt? Ja, habe ich. Wieso wolltest du sie haben? Ja. Okay. Rechte Kiste. Ja, ich fühle mich immer wohler mit Feuerwaffen. Und ich benutze sie auch gerne. Seit eh und je. Ich jetzt auch. Ich habe jetzt den Outlaw geskillt. Aha. Ich weiß gar nicht, eigentlich brauche ich hier gar nicht mehr so viel Aufwand zu betreiben, ne? Wenn das Spiel dann eh durch ist. Ja, ich würde jetzt ja fast schon sagen, mit 1:30 Uhr, wir sollten vielleicht trotzdem Feierabend machen. Jo, sieht so aus, ne? Ich meine, eigentlich ein bisschen früher, früh vor allem für Jabba, die hat noch nicht mal ihre 2000 durch, ne? Ja. Kurz gucken, wie stehen wir denn gerade? Immerhin, ich habe 7, ne? Das ist doch was. Ja. Naja. Ja, gut, aber wie gesagt, das ist ja auch mal einüben und das nächste Mal dann nochmal mit den Leuten, die jetzt rausgeflogen sind, vielleicht tun sich ja ein bisschen mehr zurückhalten, nächstes Mal. Aber was ist das jetzt ja mal schade, jetzt haben wir hier so schönes Zeus. Ja. Ich könnte hier so viel reinschmeißen, was man alles verticken kann. Und Heilzeugs und ach Gott, ja. Ist doch jetzt nicht so schlimm. Doch. Ja, ich glaube nicht. Ist doch nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe, wenn es dafür einen Counter gäbe, dann würde der platzen, ca. 500 Goldenrod gesammelt.
Ja, so gut. Wenn ich jetzt noch sehe, was ich hier zurück tue in die... Nur einfach nur so hier... Unverarbeitet sind es allein 300, aber da sind natürlich... Wir können es ja überlegen, es ist ja noch nicht gelöscht. Also wir können es ja überlegen, mal zusammen schreiben. Wie wir es dann machen wollen. Und dann ist gut. Okay. Ich würde schon gerne nochmal mit den anderen mitspielen, dass die anderen nochmal mitspielen. Ja, natürlich. Aber warum sollen die nicht einfach nur einsteigen? Ich meine, zumindest ich bin nicht weit voraus. Mich überholen sie bestimmt. Ja, naja, gut. Ich meine, ich bin, hallo, Level 6. Ja. Dreamy ist mit 2 rausgeflogen. Die anderen hatten einfach keine Chance. Und ihr seid deutlich weiter. Ja, können wir mal, vielleicht überlegen wir es mal. Tja. War aber schön. Wir können die auch zurücksetzen, also einfach löschen diejenigen. Ich packe hier. Oh, nö, das wäre dann. Ich glaube, wenn muss, brauchen wir eine neue Map. Echt? Ja, denke ich auch. Ja, wenn muss eine neue. Na gut, dann brauche ich ja das nicht mal reinzupacken, denn trinke ich jetzt so lange Murky Water, bis ich einen Dünnpfiff habe. Ich habe länger als die üblichen 5 Minuten geschafft, sagt er. Zack, hab beim ersten Mal geklappt. Nee, doch nicht. Was ist das? Nee, das ist so. Entschuldigung, was meinte, er hat länger als die üblichen 5 Minuten geschafft, sagt er. Ich glaube, sein Fehler war einfach nur ins verbrannte, ins zerstörte Biom zu gehen. Tja. Ehrlich gesagt, ins zerstörte Biom zu gehen, finde ich, ist immer ein Fehler. wenn man es vermeiden kann. Ja, gut. Vielleicht okay. Mit jemand mitgehen. Dann kann ich es nicht versagen. Also der kleine Run eben durch die 2 Hütten, nein, ich meine nicht unseren Run, sondern der kleine Run eben mit Jabba durch die Hütte, durch die beiden Hütten da irgendwie, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und das würde ich gerne beim nächsten Mal, ja, nicht nur wiederholen, sondern vor allem auch häufiger machen. Aber ich hab dieses Häuslebauer-Prinzip, ne? Also Lebensmittel sammeln, kochen, Kisten bauen und so weiter, ne? Das ist, wenn ich alleine spiele, komme ich damit super klar, da kriege ich von allem was ab. Aber bei euch muss ich immer aufpassen. Aber gut. Im Nachhinein kann ich jetzt auch sagen, Hauptsache ich habe bis hierhin überlebt, damit bin ich durchaus zufrieden. Ja, wie gesagt, Christian, frag nächstes Mal einfach, ob jemand mitkommt. Weil, ja, da war dein Händler, aber du hättest ja was sagen können. Zum Beispiel auch mal den Teilen. Dann hätte man zumindest deine Sachen gefunden. Nee, Anton, heute kein Beinbruch mehr. Fertig jetzt mit Beinbruch. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. War auf jeden Fall sehr geil. Ich fand's gut. Mal sagen, vielen lieben Dank. Gern wieder. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal bei dir auch wieder. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und echt, läuft super. Ei! So, jetzt habe ich mir aus Sympathie mal endlich mal ein Bein gebrochen. Aber ich habe leider alles blind abgegeben. Tja. Ja. Ja. Gut. Vielen Dank. Was baue ich da? Ein Übergang natürlich. Das war doch deutlich zu sehen. Vielleicht auch ein Aquädukt. Auch man weiß es noch nicht so genau. Können wir schön alle drüber strullern, dann ist es ein Aquäduct. Ach so, Christian, okay, alles klar. Dann haben wir uns missverstanden, denn südwestlich, den hatten wir ja, aber da war ja noch einer dazwischen quasi, zwischen uns und dem südwestlich. Das ist ja nett versetzt hier, was du gebaut hast. Ja, der Ome ist Künstler. Schießt er jetzt auf mich? Jetzt hat er es kaputt gemacht, der Ermon. Ja, Leute. Gut. Gehen wir noch zur Schlussvisite und gucken uns die Gräber nochmal an. Ohne Blumen natürlich. Na klar. Oh, fein. Oh, du hast Pfeile im Fuß. Echt? Kann man das sehen? Müsste es wie das eben aussah. Vielen Dank fürs Spielen. Hat Spaß gemacht, ich habe überlebt. Yippie. Und der Mann auch, ne? Ja. Ja. Ich gehe jetzt mal ein großes Pieselliesen machen.
Vielen Dank an die Dame. Was ist ja, Chaba. Okay. Eins dieser Gräber ist für deinen Mann, also kannst du dir aussuchen, welches. Chaba, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ja, gerne. Sonst wäre ich wahrscheinlich faulenzend nicht bei den Zombies hinterhergerannt. Ja, aber da ich sowas immer schwer auf mich sitzen lassen kann, muss ich dann immer mitmachen. Zombies gehen. Ja, hat auch super geklappt. Sehr gut. Oh, ich glaube, hier liegt Andi. Das riecht nämlich nach Bratwurst.